Hallo zusammen. Wir haben heute die Möglichkeit, ein Auto mal wieder zu testen. Und heute kümmern wir uns um einen Lamborghini Huracan LP 610-4. Das ist das gute Stück und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Das Modell, das wir hier haben, ist der Lamborghini Huracan P610-4. Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h mit 610 PS und beschleunigt von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Der Wagen steht vorne auf 245er Reifen, 20 Zoll, und hinten auf 305 20 Zoll Felgen. Und hat ein Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen. Der Verbrauch liegt bei 17 Liter innerorts, außerorts bei etwas mehr wie 9 Liter und im Durchschnitt soll er bei 12,5 Liter verbrauchen. Genau genommen sind es 17,8 Liter innerorts, außerorts 9,4 und ein Durchschnittsverbrauch von 12,5 Liter auf 100 Kilometer. Die Werksangabe der CO2-Emissionen sind 290 CO2-Gramm pro Kilometer. Wir hatten jetzt einen Verbrauch sicherlich ungefähr von 16 Liter Testverbrauch, aber wir haben dann auch mal Gas gegeben. Und der maximale Verbrauch soll wohl bei 25,4 Liter pro 100 Kilometer sein. Aber ja, kurz dazu ein paar Daten dazu, und getankt wird halt super plus. Der Tankvolumen hast du 80 Liter, das sind im Schnitt 640 Kilometer, die man da weit fahren kann mit dem Wagen. Die Motorbauart ist ein 10-Zylinder V-Motor, der ist Mitte längs eingebaut, Hubraum liegt bei 5204 und die Leistung sind wie gesagt 610 PS bei einer maximalen Umdrehung pro Minute 8250. Maximaler Drehmoment ist 6500 Umdrehungen die Minute bei 560 Newtonmeter. Und der Nockenwellenantrieb ist die eine Kette. Antrieb haben wir hier im Allrad mit einem, wie gesagt, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Die Bauart jetzt bei diesem Modell ist ein Coupé, du hast zwei Sitze halt drin, Außenmaße sind 4.459 mm × 1.924 mm × 1.165 mm und der Radstand liegt bei 2.620 mm. Bodenfreiheit sind wir bei 132 mm und da muss man halt ganz schön aufpassen. Da gibt es Modelle halt mit einer besseren Ausstattung, wo man dann das Fahrwerk etwas hochfahren kann. Auf alle Fälle zu empfehlen bei so einem Auto. Und das würde ich auf alle Fälle immer dazu kaufen. Leergewicht liegt bei 1422 Kilogramm. Und bei uns war es jetzt bei diesem Testwagen vollgetankt 1545 Kilogramm. Wir haben hier die Pirelli P0 drauf, die Reifen waren 245 R20, 20 Zoll wie gesagt, und hinten 305er sind drauf, ebenfalls in 20 Zoll. Man kann hier noch dazu sagen, wir haben hier eine Geräuschkulisse von im Innengeräusch von 72 Dezibel und im Stand hat man hier ein Maximalgeräusch von 87 Dezibel und im Stand- und Fahrgeräusch sind sogar sind es 73 Dezibel. So viel zu den technischen Daten des Wagens. Der Grundpreis liegt bei 200
220.000 Euro und den gibt es jetzt mittlerweile auch gebraucht. Und da kann man schon bei 160.000 Euro so einen Wagen kaufen mit einer niedrigen Kilometerlaufleistung, wenn man da Interesse hat. So, jetzt starten wir den Wagen einmal. Wir machen das so, wir öffnen hier diese kleine Abdeckung und drücken einmal Start-Stopp-Knopf. Und wenn wir jetzt die Bremse drücken, können wir den Motor anwerfen. Wir sehen jetzt hier Drehzahlmesser, KMH-Anzeige, hier jetzt beim Start das Navigationssystem und Uhrzeit, Datum etc. Und so hört sich das Ganze an, wenn wir den Wagen starten. So, jetzt sitzen wir hier in dem Huracan LP610-4 und wie seht ihr, wir haben hier jetzt keinen Spider, wir haben die Coupé-Variante. Was man hier jetzt erstmal, ja, diese Geräuschkulisse ist halt auch schon einfach geil, wenn du hier fährst und dir diesen Sound schon anhörst, da bist du eigentlich schon gefühlstechnisch voll auf 180 und willst eigentlich nur Gas geben. Also wir machen das auch jetzt gleich mal. Also es ist schon irre, was für ein Vorschub das Auto hat. Und wir haben jetzt in dem Wagen 610 PS. Schaltwippen sind anzustellen und wir können hier in der Mittelkonsole können wir umschalten mit dem M-Knopf auf vollautomatisch. Das heißt, wir würden jetzt ohne, um die Schaltwippen zu benutzen, können halt vollautomatisch fahren, ohne Schaltwippen zu nutzen. Wenn wir dann wieder M drücken, schalten wir wieder um auf Schaltwippenfunktion. Hier am Lenkrad haben wir die Funktionalität Strada, Sport und Corsa. Die kann man hier umstellen. Strada ist im Prinzip der Normalmodus. Sport ist dann eine sportliche Variante. Da wird das ESC auf Sport gesetzt, also etwas aggressiver. Und in der Corsa-Variante wird eben das ESC in der aggressiven Variante eingestellt. Wir bleiben jetzt einfach mal auf Sport, weil wir ja jetzt nicht jeden Tag Lamborghini fahren. Und so können wir das hier, diese drei Fahrmodis einstellen. In der Mittelkonsole erinnert das jetzt alles sehr, sehr an Audi, gerade hier an diese ganzen Knöpfe. Man sieht die Herkunft des Wagens. Hier hat man die Möglichkeit, seine Media, Musik einzustellen, Radio einzustellen per einen Knopfdruck. Also jeder, der auch mal so ein Audi gefahren ist, der kennt diese Art und Weise. Und über diesen Menüpunkt haben wir dann die Klimaanlage einzustellen. Ansonsten ist das ziemlich aufgeräumt zu sehen. Es ist natürlich ein sehr, sehr sportliches Auto. Das ist sehr direkt, lenkt es auch. Und es liegt sehr, sehr bretthart auf der Straße, also das Fahrwerk ist knallhart abgestimmt. Die Lenkung ist auch super, super direkt, aber die ändert sich jetzt nicht, wenn ich in den einzigen Fahrmodus etwas ändere. Die bleibt, also da ist großartig keine Veränderung an der, an der Steuerung am Lenkrad. Dass es etwas spurnäher und direkter ist, da merkt man eigentlich gar nichts. Genauso das Fahrwerk, es bleibt eigentlich gleich. Also im Großen und Ganzen wird man das so, merkt man das eigentlich kaum, dass hier irgendetwas umgestellt ist. Man merkt das halt sehr krass, wenn man fährt und man hat dann die, der Motorsound einfach. Weil wenn wir dann den Sport schalten, dann schaltet das Auto automatisch später. Du drehst die Gänge viel mehr raus und kommst natürlich auch dadurch schneller vorwärts und hast halt durch die Lautstärke des Motors und auch durch die hohen Drehzahl hast du ein ganz anderes Gefühl und man merkt, dass jetzt hier Angriffsmodus im Prinzip am Start ist und das ist eigentlich eine super coole Sache und wenn man hier Gas gibt, das ist einfach mega, ne? Also mich wundert sich, ich glaube, wenn ich das Auto so mit meinen 20 Jahren gehabt hätte, ich hätte mich mit dem Teil umgebracht, so wie ich da Gas gegeben hätte, ne? Also das ist schon krass. Ansonsten, das Auto ist sehr, sehr leicht, es fühlt sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach zu steuern an. Also man hat jetzt nicht kein schwer behäbiges Auto. Klar, es ist keine Limousine oder jetzt ein Auto, wo man halt
ja, gemütlich fahren will. Das Teil ist einfach dafür gedacht, einfach ja, Gas zu geben und einfach ganz, ganz einfach hier am besten auf die Rennstrecke zu fahren. Ne? Also da führt kein Weg dran vorbei. Das digitale Display zeigt hauptsächlich das, den Drehzahlmesser an. Wenn man hier das sich jetzt anschaut, also ich schalte jetzt auch mal in den Automatikmodus, da geht es dann auf A. Jetzt schaltet das Auto automatisch. Hier kann man dann die Gänge, wenn man wieder das umschaltet, selber schalten. Und das sieht dann so aus. Bleibt mal drauf. Man sieht dann hier, wie die Gänge hochgehen, jeweils runtergehen. Jetzt schalten wir mal ziemlich niedertürig in den dritten. Alles schon krass, ne? Was das Ding für einen Krach macht. Das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Sehr italienisch emotional, würde ich sagen. Und was hier ganz, ganz wenig so im Vordergrund steht, ist hier die kmh-Anzeige. Die sieht man hier rechts unten. Die ist hier angezeigt. Und in der Mittelkonsole hat man dann die Möglichkeit, hier in den Modis umzustellen. Hier sieht man dann zum Beispiel das Navigationssystem jetzt hier in der Mitte. Dann kann man hier im Menü, hat man mal, genau, hier steht man das, das Navi. Dann hat man hier im Menü die Möglichkeit, die Fahreinstellung etwas zu ändern, das Telefon anzuschließen, Informationsdashboard, Navigation, Mediaeinstellung, Radio und die Tonkulisse entsprechend einzustellen von der Musik. Und da können wir jetzt einfach mal in die Autofahrmodis gehen. Hier sieht man dann mit Fahrassistenzen, kann man hier einstellen, Fahrzeugeinstellungen. Hier hat man Außenbeleuchtung, Zentralverriegelung kann man hier einstellen. Die Fahrassistenzen ist Tempowarnung, Regensensor ist, kann man hier einstellen, jetzt in diesem Modell. Und hier der Service, Reifendruckkontrolle, Fahrgestellnummer, angelernter Schlüssel wird hier angeboten. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, hier auf dem Info-Button sieht man zum Beispiel Informationen über Staus etc., die man dann entsprechend umfahren kann. Und wir haben jetzt, wenn wir jetzt wieder zurück ins Menü gehen, in den Media-Einstellungen halt eben auch entsprechend die Möglichkeit, per Bluetooth sich zu verbinden und Musik über Bluetooth zu hören. Und das lässt sich hier alles zentral auf dem Display einstellen. Man hat jetzt nicht noch einen extra Monitor extra für das Navigationssystem hier eingesetzt. Das ist hier alles sehr zentral, also alles sehr fahrerorientiert gemacht. Und ja, es ist einfach, man behält den Blick auf der Straße und sieht einfach alles sehr übersichtlich. Und man kann sich voll aufs Fahren konzentrieren. Was hier vielleicht noch gefehlt hätte, wäre so ein Head-Up-Display. Das würde vielleicht noch die Kameraanzeige und die Drehzahl Messung, dass man das hier noch projiziert, das wäre noch ganz cool. Aber ansonsten ist es jetzt auch so, da man sehr, sehr tief sitzt, also man kann die Schalensitze auch nicht nach oben setzen, man kann das Lenkrad verstellen, man kann die Einstellung am Sitz nach vorne, hinten, die Rückenlehne kann man entsprechend einstellen, es gibt keine Lordosestütze. Man hat hier einfach einen Schalensitz und da sitzt man richtig gut drin, damit man auch entsprechend auf der Rennstrecke fest verschmilzt mit dem Sitz. Und von daher ist es einfach auch völlig ausreichend, wenn jetzt hier auch kein Head-Up-Display, das wäre jetzt vielleicht so nochmal das Nonplusultra, was man hier nicht noch hätte einbauen können. Die Armaturen, die Sitze, ist alles sehr Leder gehalten, alles sehr, sehr edel verarbeitet. Und überall hat man dieses sechskantige Design auch hier jetzt in den Belüftungsschlitzen verbaut. Das sieht man hier an allen Ecken und Enden. Ja, schließt das Ganze so ein bisschen ab, auch wie das hier Leder eingesetzt ist, wunderbar schön gemacht. Und es ist schon ein Stück weit recht edel alles zusammen gemacht. Man kann, ja, besser geht zwar immer, aber ich meine, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt sich so ein Porsche anschaut oder so ein Audi in einer hochklassigen, so ein A7 oder vielleicht ein Porsche Turbo oder einen normalen Porsche 911er, dann finde ich, hat man das doch ein Stück weit edler drin. Das hast du hier halt nicht so wirklich. Aber es ist vielleicht auch deshalb geschuldet, dass man vielleicht auch hier ein bisschen Gewicht gespart hat, damit das Auto leicht bleibt und entsprechend auch damit schneller vorwärts geht. Also so viel kann man euch dazu sagen. Jetzt fahren wir noch mal ein Stück weit die Landstraße entlang
Und jetzt werden wir mal von 100 auf 200 beschleunigen und schauen mal, wie das dann vorwärts geht. Also das sollte dann ein paar Sekunden dauern. Vielleicht auch nur 2, 3. Dazu gehen wir jetzt einfach mal auf die linke Spur. Was vielleicht noch interessant ist, weil ich sagen soll, der Blinker, und das ist eine super komische Variante. Man hat hier jetzt so einen Knopf, das ist hier jetzt kein Hebel. Da schaltet man die Blinker und wenn man drauf drückt, deaktiviert man die Blinker. Und das ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dass man dann diese ganzen Elemente alles am Radio, am Lenkrad dran gebaut hat. Und genauso mit den Scheibenwischern, die auch hier auf der rechten Seite angebracht sind. Hier unten links haben wir dann fürs Entertainment-System noch Einstellungen, die man vornehmen kann am Lenkrad. Und ja, und dazu würde ich jetzt sagen, unten sind dann die Strada und Sport, die hat man ja schon gesehen, die Modis, die man hier einstellen kann. Und jetzt würde ich sagen, geben wir mal kurz Gas und schauen mal, ja, wie das dann so vorwärts geht. Dazu werde ich jetzt hier einfach erstmal wenden. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, weil hier fährt die Landstraße auf. Also ich glaube, mit so einem Auto ist man, kann man eigentlich nicht gemütlich fahren. Da ist irgendwie immer, hat man immer so ein bisschen Lust, da Gas zu geben. Aber ja, ich glaube, das fährt man auch nicht das ganze Jahr. Das fährt man dann ab und zu mal, vielleicht auch nur einmal die Woche, wenn man da ein bisschen sich austoben will. Aber ansonsten, so für den Alltagsgebrauch, ich meine, die Sitze sind knallhart und das Auto, da bist du ja irre hier, wenn du da jeden Tag mitfährst. Aber Spaß hast du mit dem Ding auf alle Fälle und ich kann durchaus verstehen, wenn man sich sowas kauft, das ist schon mega geil. Sehr, sehr geil. So, und jetzt werden wir mal auf 100 beschleunigen. Erstmal langsam und dann gehen wir mal vom dritten Gang auf 200. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier auf der Straße. Und los geht's. Also, es ist schon irre, wie das vorwärts geht. Und ja, es ist ein Adrenalinschub auf alle Fälle. Es macht mega, mega Bock. Und ja, und dann sehen wir uns gleich noch bei ein paar Außenaufnahmen von dem Auto. Und jetzt glaube ich, bin ich erstmal durch. Ablagefächer habt ihr keine, das sage ich euch gleich. Ihr könnt euch nichts von hier ablegen. Großartig. Ihr habt hier so ein kleines Fach in der Mittelkonsole. Da passt vielleicht gerade mal dein Handy rein, weil das ist halt ganz wenig Platz. Das werden wir dann auch nochmal fotografieren. Das wollten wir nochmal in das Video jetzt hier mit ein, dass man das auch mal sieht. Ein kleines Handschuhfach ist drin. Und wir hatten hier an der Seite auch keine großartigen Ablagefächer in den Türen. Die sind auch relativ klein gehalten. Also da ist nichts großartig mit Reisen. Das kann man hier eigentlich komplett vergessen, aber dafür ist es halt nicht gemacht. Man hat einfach mega, mega Spaß mit dem Auto. Und wer sich sowas kauft und wer da ja, Priorität drauf setzt, sowas leisten kann, hat da auf alle Fälle super, super viel Spaß und das macht mega Spaß. Super cool.
Wagen ist mit 610 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h, wie ich schon sagte, ein sehr emotionales Auto, würde ich sagen, und ist natürlich vom Spaßfaktor absolut sein Geld wert. Und man kann sich wirklich da denken, also wenn sich jemand für so ein Auto entscheidet, wird er auf alle Fälle damit Spaß haben. Und und wenn man das nötige Kleingeld von knapp 220.000 Euro hat und sich diesen Spaß bzw. Wunsch gönnt, dann wird man das nicht bereuen. Das zu meinem Fazit, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.